Die Firma Polycular in Hallen beschäftigt sich mit sogenannten Escape Rooms. Die beiden Gründer bauten den Fachbereich Augmented Reality und Games in der Fachhochschule Salzburg auf. Seit 2014 wollen sie einen Beitrag leisten, um Gesellschaft und Kultur spielerisch weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund werden sie auch in der Salzburg ein Projekt umsetzen. Da geht es darum, dass das Ganze in einem Escape-Room-Szenario spielt. Das heißt, Schüler in Workshops, wo die Energieberater der Salzburger AG in Schulen kommen, haben die Challenge, sich sozusagen aus einem modernen Escape-Room zu befreien und lernen dabei alles Mögliche über Energie und was die Salzburger AG so an Services anbietet. Schüler sollen so spielerisch an technische Themen wie Strom, Wärme und Mobilität herangeführt werden. In den nächsten 16 Jahren gehen in Österreich rund 750.000 Menschen in Pension, mehr als in den letzten 60 Jahren. Der Gesundheits-, Rehabilitations- und Pflegebereich könnte dadurch an seine Grenzen stoßen. Die Firma Salzburg Research will dem entgegenwirken und Pensionisten fit halten. Dazu werden 100 Salzburger und Wiener Haushalte mit Tiefenbildkameras und Tablets ausgestattet. Über die Kamera können die Senioren ihre Turnübungen aufzeichnen und am Tablet überprüfen. Also das Bewegungsprogramm Ilse, das ist einerseits da, um eben vor allem ältere Menschen zu motivieren, sich immer, also wirklich regelmäßig und mehr zu bewegen. Andererseits eben auch, um eine Bewegungskontrolle für zu Hause ermöglichen, also mache ich die Übungen richtig, ja oder nein. Und das Dritte ist, dass natürlich noch eine persönliche Betreuung dabei ist. Das heißt nicht, dass jetzt ein Coach eben zu Hause ist, sondern wirklich, dass der über die Technologie mit den Leuten zu Hause verbunden ist. Grundsätzlich soll dieses Projekt Menschen motivieren, sich mehr und regelmäßig zu bewegen und fit für Assistenztechnologien zu machen.